Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucina. Wir sind wieder zurück in L.A. Noir. Wir befinden uns hier gerade an einem Tatort. Da wurde jemand erschossen, der scheint tot ist. Keiner hat geprüft, aber ist wohl tot. Wir sollen den Tatort untersuchen. Und jetzt gucken wir mal, was wir da finden können. Die Leute wollen alle gucken. Vielleicht ist hier irgendwas drin. Ah. Nee! Da ist was. FN Browning. Serial Number 01138. Might need to run by a gun store. Okay. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Was für Glück, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich laufe zum Müller und finde sofort die Waffe. Aber wir gucken erstmal noch da rein. Wurde der von hinten erschossen oder? Oh, mit mal, wir können sie untersuchen. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Und so der Kopf und die Arme des Opfers. Das ist doch nicht meine Aufgabe, oder? Okay. Aha. Nein, das hat er schon. Ist da was zu sehen? Tja. Aha. Bank of Arcadia. Scroll mit WS durch die Dokumente. Getätigte Zahlungen. Ratenzahlungsbeleg. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Okay. Okay. Nein, das hatten wir schon. Da. Nix. Gut, ich glaube, wir haben alles. Okay. Also gründlich gucken. I'm Officer Phelps, Miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galletta. Clovis Galletta. Aha, gleich die Befragung starten. Augenzeugenbericht. Verhöre werden mit dem... Ah, okay. Zeuginformationen werden links eingetragen. Schuhverkäufer und Augenzeugen des Mordes. Fragen stehen auf der rechten Seite. Okay. Scroll mit WNS durch die Fragen und Beweise. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Uh-huh. Oha, das ist fies. Wenn du glaubst, dass ein Zeuge lügt, wähle Lüge. Um einen Zeugen der Lüge zu beschuldigen, musst du einen Beweis vorlegen. Ich kann jetzt nicht... Also, da stand die ganze Zeit... Ich glaube, ich muss doch die Kamera mal umschieben. Ich schiebe mal eben kurz die Kamera um. Okay, also jetzt könnt ihr sehen, was da oben steht. Ich muss jetzt beurteilen, ob sie die Wahrheit gesagt hat, ob sie lügt oder ob das anzuzweifeln ist. Man soll das anscheinend im Gesichtsausdruck erkennen können oder irgendwie so. Puh! Soll ich es wo anschauen? Schießerei Browning, aha. Hat sogar ein Bild gemalt. Beleg für Perlenohrringe. Ausgestellt von der Bank of Arcadia. Schießerei. Browning-Pistole. Wir wissen doch nichts über die. Oh. Das ist das Fragenprotokoll, das ist ja der Hammer, echt.
Wir kamen zurück, ich war sauer und ging voraus. Ich hörte Schüsse, drehte mich um und sah, wie Mr. Gage zu Boden fiel. Ich war mittags beim Bummeln. Ich war in einem Laden, als Mr. Gage, mein Boss, reinkam und brüllte, meine Mittagspause sei um. Kapiere ich dich ganz? Sie war beim Bummeln, also ist shoppen gegangen oder was, in der Mittagspause. Und dann kamen wir zurück, ich war sauer und ging voraus. Ich hörte Schüsse. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das so ist. Sie heult. Ich zweifle mal an. I'm having a hard time believing that, young lady. You want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Okay, das war absolut falsch. Die hat anscheinend die Wahrheit gesagt. Aber keine Ahnung, es fiel mir nicht einfach, das zu erkennen. Mist! Voll verbockt. Na gut, aber es klingt gut. Man sollte es entscheiden. Also, du musst schon genauer aufpassen. Es sind nicht nur einfach Gespräche, sondern man muss wirklich aufpassen, was sie sagen. Das finde ich gut. Sehr schön. Da liegt ein Buch. Guck dir das mal an. Vielleicht hat sie ja doch gelogen. This isn't what we're... Ach, nicht. Gucken Sie die Kasse mal an. Gibt's nicht. Okay. Kauf auf eigene Gefahr. Intuition. Okay, da steht nichts Neues. Ist der Tote? Ja. Augenzeuge. Also hat sie mir jetzt irgendwas gesagt? Ne, sie hat gesagt, sie hat nichts gesehen. Okay. Was machen wir jetzt? We have the murder weapon? No, ja. The girl saw it all, but she clammed up on it. We can trace the gun. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Thinking what I'm thinking? Hey, maintain the perimeter. Okay. Das ist gut gemacht. Mensch, die Leute 2011. Mitbau. Oh. Ah, sorry. Das war ein Auto. Ups. Genau. Wir müssen das Ziel eingeben. Willst du nicht mitkommen? Mein Vater kommt nicht mit. Steig ein, Mann. Oh. Jetzt. Der hat einen Extra-Einlader gebraucht. Ui! Go straight through. Okay. Die Bodentextur sieht auch gut aus. Da mit den Gleisen und sowas und dem kaputten Teer. Bin durchaus begeistert. Na los! Handbremse geht's auch. Oh. Na komm! Ja, sorry. Straight through the intersection. What did I tell you about going too hard on the witness? Ja. He's a store assistant, not a prisoner of war. Ja, ich war halt. Krieg. Just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? This is good. Shit, dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Ich muss da links, oder? Ja. You should take the next right. Jawohl. Die hier. It's the next right. Ja, ja, ja. Straight through the next intersection. Ugh. Es wird richtig belebt hier mit den ganzen Autos. Irgendwie so eine James Bond-Musik irgendwie.
Ich hab sie gerade ein bisschen leiser gemacht. Aber es ist schon ein bisschen laut, glaube ich. Go straight over the intersection. Jawohl. Oh, von einer roten Ampel zur nächsten. Keep going on this road. Wie kann ich hupen? Man weiß es nicht. Schicke Autos. Weg! Ich will die Polizei. Oh, musste einfach so bremsen. Freak, ey. Straight through the intersection. Ach, der wird gerade. Ist der wieder hinten drauf gefahren? Also, nee, echt. Take the next nächste links. Hier? Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Next right. Ah! Have you got a death wish? Nein, ich hab keinen Todeswunsch. Ich glaube, wir nehmen lieber nur die großen Straßen. Ja. Oh, nee, jetzt stehe ich hier. Sorry. Oh, nein. Okay, das kriegen wir hin. So, jetzt war das. Das hat kaum berührt. So, jetzt. Ach, das ist doch schon wieder hier. So, jetzt hau. Ups. Das ist der Waffelart, wo wir schon mal waren. Ach, komm schon. Wir sind fast da. Jetzt muss ich auf den warten, oder was? Mein Gott. Okay. Der kennt uns mittlerweile schon. Officer. What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looks like it'd never been fired. See, in here for cleaning. Anyway. Waffe. And he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Okay. Thanks for your help. Okay. Dann müssen wir das Ziel festlegen. Okay, dann. Ach ne, da, hier, Juwelier. Oh! Juwelier. Arbeitgeber des Verdächtigen Edgar Kalu. Ja, der eine hat ja, das Opfer hat ja hier dieses, diese Ratenzahlung für Perlenkette oder sowas dabei gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ah! Ich werde nicht warm hier mit dem Autosystem. Und vor allem mit den Ampeln werde ich nicht warm. Das ist nichts für mich. Der Kollege sagt ja gar nichts. Oh nein. Ah, hier gibt es sogar ein Kino. Schön. So, da sind wir. Wir gucken gleich aber heute das Buch rein, was da steht über diesen Beleg da, ob das von hier kommt. Okay, Edgar Kalu, befragen. Hinweise. Ratenzahlungsbeleg. Perlenohrringe ausgestellt von der Bank of Arcadia. Für Perlenohrringe. Moment mal, hä? Blick ich nicht. Ratenzahlungsbeleg. Achso, die Bank of Arcadia hat mir einen Kredit gegeben, damit ich mir diese Perlenohrringe kaufen kann. Interesting. Aber da stand nicht da drin. Dabei, dass wir das von hier haben. Irgendwie. Officer, can I interest you in a new watch? Na. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Die Gesichtsausdrücke sind richtig gut, Mensch. Man merkt das wirklich, wie die sich bewegen. Son of a bitch! Go! Ah! Oh. So, wisst!
Unfassbar, dann ist das doch. Jetzt muss ich wieder meine. Meine Leichtathletik. Get back here. Stehen bleiben! Oh! Okay, das heißt, es war nur zielen, um zu bedrohen. Verstehe. Hm, ups. Oh nein. Hoffe ich gar nicht. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Trottel! Wäre der nicht so schnell gelaufen, dann hätten wir gewartet und gewartet und hat sich gemerkt, dass er verschwindet. Kalu, get back here! Ich glaube, das bringt nichts für die Zielen, weil wir dürfen ihn ja nicht verletzen. Vielleicht über ihn schießen. Nee. Krass, alle gehen in Deckung. Too late, Kalu. Der bleibt hier stehen. Der ist sehr langsam. Immerhin. Oh, wobei doch. Hat der Tipp wiederholt, was? Don't make it worse, Kalu. Mist, der ist genau gleich schnell wie ich. Ziele auf eine. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Molly, Molly. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Aber warum? Was ist das Motiv? Der Edward Dings da ist ja sein Kunde gewesen. The case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. Hmm. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? Oh, yeah. I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. Die Heiden. I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Oha. Do you think you might be ready for that? Tja. Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. Okay. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. Young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Boah, ich finde die richtig gut, die Dialoge und alles. Also, wie das, ich meine, das ist ja richtig eine Sequenz und so. Voll gut. Die stehen sich nicht einfach gegenüber und labern, sondern sie bewegen sich und so. Das ist cool. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. So. Wir brauchen ein Mordgeständnis. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ja. Er blinzelt komisch. Aber ich meine, er steht unter Mordverdacht. Ah, Intuition einsetzen. Ich versuche das, weil ich habe keine Ahnung. Ich muss erst ein bisschen lernen, wie die Regeln sind, also woran man das erkennen kann. Ich finde, er verhält sich nervös irgendwie, indem er so hin und her rutscht. Aber ich wäre das auch.
Setze die Intuition ein. Wähle Antwort entfernen, um deine Auswahl an Antwortmöglichkeiten zu reduzieren. Ah! Also, Community-Fragen, um Statistiken zu sehen, wie andere Detectives bei dieser Fragenserie vorgegangen sind. LOL, das ist ja gut! Eine Antwort entfernen. Kostet einen Punkt. 98,6% der Spieler wählten die richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Frage für die Community. Lüge! Die meisten sagen, es ist eine Lüge, das ist der Telefonjoker. Gott, das ist so gut, ey. Das ist richtig gut. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Ja, aber Beweise der Schlüssel dazu, Falschaussagen. Behalte beim Verhör dann Beweise und Gedächtnis, um Falschaussagen zu identifizieren. Wenn du jemanden mit einem falschen Beweis beschuldigst, leidet deine Glaubwürdigkeit in der Zirk. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drücke rechte Maustaste, um eine Anschuldigung fallen zu lassen. Meine Güte! Was hat er zuletzt gesagt? Da kam. Hier, da ist das Ding. Ich hatte eine Waffe, ja, aber sie wurde mir vor ein paar Jahren beim Einbruch gestohlen. Sie können nicht beweisen, dass ich meine Waffe gegen Gage verwendet habe. Guck nochmal da an, was sie da haben. Eine Pistole. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. Mist. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Shit. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Boah. Scheiße. Oh, ist ein Mist. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir da noch irgendwas sehen können bei dieser Waffe. Irgendwas, was mir hilft. Ich weiß nämlich nicht. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. Okay, jetzt geht's blood. Mit vorne. You're going to have to pay for that. Okay. Let's talk about the shooting. Zweiter Versuch. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Okay. Ja, das war die Lüge. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Schießerei, Schießerei auf offener Straße mit tödlichem Ausgang. Ja, ich kann es nicht beweisen. Womit soll ich das beweisen? Der Ratenzahlungsbeleg ist vielleicht ganz interessant. Wegen dem Juweliergeschäft. Fickmann bestätigt, dass Kalu eine Browning, also dass er sie reinigen. Achso, natürlich! Ah, natürlich. Oh, ich bin der Trottel, natürlich sicher. Oh, ich bin so ein Trottel, echt. Natürlich. Klar, da war er dort und hat das... Aufpassen. Aufpassen. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Religiöses Motiv. Ja, das spricht so ein bisschen... Das klingt so ein bisschen jüdisch, oder? Gut, dann machen wir weiter. Interessant! You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Cullen. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Cullen. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Cullen? I don't know what you're talking about. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Also vielleicht ist das Motiv, dass er ihn erschossen hat, weil der ihn beleidigt hat oder sowas. Der antijüdische... Das antijüdische Opfer, so. Mögliches Motiv ist rassistisch bedingte Feindschaft zwischen Kalu und Gage. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you... Oh, Mist.
Gage hasste die Juden, stimmt's. Ich bin nicht gut als Detektiv, aber das wird vielleicht doch. Intuition, ich versuch's mal mit Intuition. Oh, halt, stopp, war falsch. Auswahl entfernen. Ich frag mal die Community. Moment mal, alle anderen Spieler entscheiden sich für Anzweifeln. Okay. Left wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu. Okay. I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. Puh. May God have mercy on you, sir. Krass. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Intuition. Yes, sir. Then let me have a word with the chief of police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them. Okay. Okay, also, boah, ich habe überhaupt keine Intuition. Erst habe ich vergessen, dass der ja gesehen wurde bei dem Waffengeschäft. Ich habe bestanden. Und danach wusste ich nicht, dass ich die Antwort anzweifeln soll. Ich weiß es nicht. Mir ist noch nicht ganz klar, auf was ich achten soll, um zu erkennen, ob der lügt. Vielleicht lerne ich ja hier was und kann später die Menschen besser beurteilen, wer weiß, vielleicht. So, ich habe mir für meine Leistung eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay, sehr gut. Oh, okay. Der Fahrersitz. Neuer Fall. Da ist das Gefängnis. Oder halt, stopp. Liebe Leute, bevor wir jetzt einen neuen Fall anfangen, wir haben es gerade gesehen. Ich vergesse die Sachen zu sehr, wenn ich mich nicht gut konzentriere anscheinend. Ich will mich super geil konzentrieren und deswegen machen wir nächstes Mal von vorne. Also wir fangen hier an und wir fangen nicht jetzt an und dann muss ich mir alles merken bis zum nächsten Mal, sondern wir fangen nächstes Mal genau hier an und dann passe ich richtig gut auf und dann wird das richtig gut. Vielleicht. Ja, okay. Also ich glaube, so langsam verstehe ich das Spiel. Ich weiß, worauf man achten muss. Wir müssen genauestens mitdenken. Wir müssen immer genauestens überlegen, wer was wann wo gesagt hat und wie was gemacht hat und sowas. Und dann müssen wir das gegen die einsetzen. Das klingt voll interessant. Mal was anderes. Und ich finde es sehr gut. Also ich finde die Dialoge sehr, sehr gut. Ich muss gerade die ganze Zeit an Red Dead Redemption denken, was ich jetzt auch gespielt habe im Stream. Jetzt sind wir leider durch. Aber das ist richtig gut. Also schön anzusehen. Wer möchte, kann mir mal erzählen, ob er das Spiel selber schon gespielt hat. Vor 10 Jahren oder sowas. Und wie ihr das Spiel fandet, wenn ihr das schon kanntet. Und wenn nicht, wie ihr es jetzt fandet, die ersten 2 Folgen anzuschauen. Ja, also, mal gucken. Liebe Leute, macht's gut, bis dann. Tschüss, eure Lucida.